In der Notaufnahme der Klinik am Südring wird eine Patientin eingeliefert, die von ihrer Freundin vor dem Ertrinken gerettet wurde. Wieso die erfahrene Schwimmerin im Wasser plötzlich Atemprobleme bekam, ist aber noch völlig unklar. Frau Strauch, Diana, 44-jährige Patientin, die war am See, ist ihrem jungen Hund hinterher ins Wasser gefolgt und hat dabei einen Schwächeanfall erlitten. Ist nicht ganz klar, warum. Frau Straub war, als sie zu uns in die Klinik eingeliefert wurde, unterkühlt. Sie hatte eine Hypothermie. Zudem hatte sie einen sehr schnellen Puls, eine sogenannte Tachykardie. Und sie hatte subjektiv sehr große Atemnot. Wir schauen sie jetzt erstmal noch mal gründlich an. Sollen wir das Kopfteil was hoch machen, wenn das geht? Ja, dann kriegen sie auch besser Luft. Ich mache ihnen das was hoch. Schau mal, sie hat auch blaue Nägel. Also wir müssen auf jeden Ich messe jetzt mal direkt alle Vitalwerte. Ich werde eine BGA abnehmen, also eine Blutgasanalyse machen wir, weil ihre Sauerstoffsättigung sehr schlecht war, oder? Und mit den blauen Fingernägeln können wir das so nicht verwerten. Das geht nicht. Wir haben bei der Patientin noch mal eine sogenannte Pulsoximetrie durchführen wollen. Das macht man eigentlich hier am Fingergelenk. Aber da die Patientin blau lackierte Nägel hatte, war das sehr schwierig, da das die Werte verfälschen kann. Das heißt, wir haben es mal angelegt, aber sicherheitshalber noch eine BGA, das ist eine Blutgasanalyse, abgenommen und ausgewertet, damit wir uns sicher sein können, wie hoch der aktuelle Sauerstoffsättigungswert im Blut der Patientin ist. Tatsächlich weist die Blutgasanalyse auf einen viel zu niedrigen Sauerstoffgehalt hin. Auch die Lungengeräusche sind besorgniserregend. Die Assistenzärztin vermutet, dass die 44-Jährige Wasser eingeatmet haben könnte. Doch die nun eintreffende Freundin kann sich das nicht vorstellen. Sie ist in den See gesprungen, weil sich ihr Hund selbstständig gemacht hat. Sie wollte ihn da rausfischen. Es ist wichtig, ist sie mit dem Kopf unter Wasser gekommen oder irgendwas? Meiner Meinung nach nicht. Und ich verstehe das auch nicht. Sie ist eine exzellente Schwimmerin. Ich begreife das nicht. Ich bin dann hinterher gesprungen, dann habe ich sie und den Hund rausgefischt. Und normalerweise, also sie ist trainiert, sie ist topfit, sie schwimmt 1A-mäßig. Ich kann mir das alles nicht erklären. Sehr ungewöhnlich ist, dass Frau Straub anamnestisch eigentlich nicht mit dem Kopf unter Wasser gekommen ist, dass sie nur für kurze Zeit im Wasser war und wie gesagt sportlich sehr aktiv war und eben gut trainiert war. Ich habe das beobachtet vom Ufer. Sie hat mit einmal so Atemschwierigkeiten bekommen. Also ich habe mir echt Sorgen gemacht. Ich dachte, die Frau geht unter. Ja. Also, und sie hat auch keine Vorerkrankungen, Medikamente irgendwie eingenommen. Nix, wissen Sie da was? Nichts. Okay. Also zumindest mal nicht. Ich meine, wir sind sehr gute Freundinnen. Ich würde das wissen. Ich sage, wir gehen so oft zusammen trainieren. Die ist topfit. Okay. Ja, dass so etwas passieren kann. Wir werden sie auf jeden Fall jetzt noch mal weiter untersuchen. Ja. Hast du die Vitalparameter inzwischen? Ja, der Blutdruck ist 110/60. Okay. Der Puls ist 100, die Temperatur war 36. Das ist dann besser, wir sind ein bisschen weiter zu. Ja, sie ist genau. Bekommen Sie schlecht Luft, Frau Straub? Ich muss husten schon mal so. Soll ich es noch ein Stück höher machen, dass Sie besser husten können, ja? Ja, danke. So, schauen wir mal, ob Sie das so bequemer finden. Ist besser. Okay, sehr gut. Was machst du für Sachen? Ich würde auf jeden Fall bei ihr noch mal ein Röntgenbild anfertigen wollen. Okay. Ich fordere das einfach an. Ja. Also, wir würden Sie noch einmal zum Röntgen schicken oder dass Sie uns die Lunge anschauen. Wenn die Patientin alleine gewesen wäre, kann man sich schnell vorstellen, was im schlimmsten Fall hätte passieren können. Und zwar, dass sie unbeobachtet dann auch ohne Hilfe wäre und schlichtweg im Wasser dann auch ertrunken wäre, wenn sie das Bewusstsein verloren hätte. Während die Lunge der Frau geröntgt wird, kümmert sich Anna Moschkowitz um den nächsten Patienten. Der kleine Junge hat im Kindergarten plötzlich Atemnot und Ausschlag bekommen. Die Erzieherinnen können sich seinen Zustand nicht erklären. Oh, das ist ganz gut. Ja, jetzt sind wir auf dem direkten Weg hin. Könnt ihr auch Alter und Name sagen? Genau. Dennis, 2 Jahre alt. Okay. Und ist seit 2 Wochen gerade mal neu bei uns. Gut. Ja. Eltern sind? Die Mutter habe ich angerufen, die ist auf dem Weg hierher. Wollen Sie aber mitkommen? Ja, der Flur ist es nicht so gut. Der kleine Patient ist zu uns gekommen, weil er im Kindergarten wohl plötzlich nach dem Frühstück auffällig geworden ist, dass er einen Hautausschlag, also eine vermehrte Rötung im Gesicht hatte, auch ein bisschen quengelig und unruhig geworden ist und auch tränende Augen hatte. Mhm. Darf ich einmal kurz unter das T-Shirt schauen? Es geht ganz schnell. Schau mal da. Okay. Das sieht man auch, oder? Sie sind so ein bisschen gerötet, so kleine Punkte. Also mir sieht das Ganze mit den Tränen in den Augen, sieht mir ein bisschen wie eine Allergie aus. Hat er irgendwie
Nahrungsmittel, gegen die allergisch ist. Ist da irgendwas bekannt? Oder neues Waschmittel, ist da Seife, was bekannt? Milch, irgendwas? Es ist uns nichts bekannt. Also wir haben ganz normal gefrühstückt, halt Milch, Marmelade und einen Geburtstagskuchen. Geburtstag, ja gut, aber... Also es ist immer ein anderes Kind halt. Ist das üblich bei Ihnen, das Frühstück im Kindergarten? Haben Sie so ein Frühstücksbuffet? Genau. Also das gibt es bei Ihnen täglich? Genau, ja, da frühstücken wir zusammen mit den Kindern. Wir würden dem Kleinen gerne ein bisschen über die Vene, damit das halt schneller in den Körper geht, Cortison, das ist ein entzündungshemmendes Medikament, und ein Antihistaminikum geben. Das ist eben gegen das Histamin und das unterhält eben die Allergie. Wir wissen jetzt gerade nicht so ganz, worauf er allergisch ist, oder? Deswegen würden wir Sie nachher auch bitten, auf jeden Fall einen Allergologen aufzusuchen, damit man einen Allergietest macht, um auch zu gucken, ob er eventuell noch gegen andere Sachen allergisch ist. Wenn sich der Zustand des kleinen Patienten verschlechtert hätte, dann droht im schlimmsten Fall der sogenannte anaphylaktische Schock. Das ist auch ein anderes Wort für den allergischen Schock. Und zwar, dass man massiv Atemnot entwickelt, eine Tachykardie, also dass das Herz anfängt zu rasen und sozusagen der ganze Kreislauf kollabiert, weil sich die Gefäße sozusagen reaktiv weiten und das ganze Blut sozusagen versackt. Doch noch ist unklar, ob es sich wirklich um eine allergische Reaktion handelt. Den Kindergärtnerinnen war darüber eigentlich nichts bekannt. Als die Mutter des Zweijährigen eintrifft, hofft die Assistenzärztin auf weitere Hinweise zum Auslöser der Allergie. Darf ich Sie fragen? Das ist wichtig. Wir konnten bisher, es sieht uns nach einer allergischen Reaktion aus, ob er schon mal sowas gehabt hat, ob irgendwas bekannt ist, Nüsse, Milch, irgendwie sowas. Nein. Also das Einzige, mein Mann und ich sind vegan. Was der Kleine halt nicht kennt, das sind halt Hühnereier. Das hat er bisher... Dann würde es natürlich Sinn machen, dass er hat heute Morgen Geburtstagskuchen gegessen, oder? Ja. Das würde passen, dass er dann eventuell eine Hühnereiweißallergie hat. Die verschiedenen Allergien im Kindesalter unterscheiden sich hinsichtlich ihres Auftretens und ihrer Prognose. So ist es meist so, dass die Allergien gegen Milch oder Hühnereiweiß sich im Laufe der Jahre mit der Entwicklung des Kindes eigentlich sozusagen selbst limitieren und wieder verschwinden. Die Nussallergie hingegen persistiert meist bis ins Erwachsenenalter. Ich habe schon erklärt, dass wir ihm noch eine Infusion legen würden. Damit sind Sie auch einverstanden, ja? Sie sind die Erziehungsberechtigte, ja, genau. Ne? Würdest du das dann noch übernehmen? Ich muss mich leider verabschieden. Ich muss noch einen wichtigen Telefonanruf machen. Wünsche Ihnen erstmal alles gut. Wenn noch Fragen sind, können Sie sich jederzeit noch mal telefonisch an mich wenden. Ich bin auch nachher noch da. Gut. Ist das gut? Alles klar. Okay, dann mach's gut. Wiedersehen. Der kleine Dennis wird wohl zu Hause vegan ernährt. Wie wir mitbekommen haben, ist es aber so, dass die Eltern da sehr locker sind. Das heißt, wenn das Kind auswärts ist oder im Kindergarten was angeboten bekommt, dass er alles essen darf. Ich persönlich finde das eine sehr gute Lösung. Ich denke, dass es schön ist, wenn man seine eigene Ernährung gefunden hat, aber ein kleines Kind doch noch die Freiheit lassen sollte, woanders das zu essen und zu probieren und zu schmecken, was es selber möchte. Tatsächlich bestätigt sich die Hühnereiweißallergie. Der Zweijährige hat sich dank eines Antiallergikums schnell erholt. Inzwischen ist die Patientin aus der Radiologie zurück, die beim Retten ihres Hundes aus einem See fast ertrunken wäre. Die Ursache für ihre plötzliche Atemnot beim Schwimmen ist deutlich zu erkennen. Wenn ihr hier die Oberfelder euch anschaut, das sind diese Milchglasverschattungen, oder? Mhm. Wie beim Lungenödem. Und hier haben wir auch schon eine vermehrte weiße Zeichnung, oder? Hier. Okay, also es sieht halt so aus. Oh, ich will die Nierenschale. Was ist das? Wir haben sie ein Taschentuch. Was ist denn? Da ging's wieder. Was ist denn los? Die spuckt Blut. Was kann das sein? Oh Mann. Lisa, ganz ruhig, ganz ruhig. Alles ist schon wieder besser. Verwerf das mal. Hast du es schon gesehen? Man hat Sprüche. Frau Schauber, hatten Sie sogar schon mal. Das ist jetzt zuerst bemerkt. Ich möchte auf jeden Fall die Lunge abhören nehmen. Ja. Ich werde sie schnell abschneiden. Ist das grob? Ja. Ich hoffe, Sie sind erschrocken. Das glaube ich Ihnen. Alles gut. Sie müssen jetzt versuchen, auch wenn es schwer ist, oder? Versuchen, vorne übergebeugt. Versuchen, tief Luft zu holen. Husten mit blutigem Ausruf ist immer ein Alarmzeichen, da sich dahinter nicht nur eine bösartige Erkrankung in Form von Krebs, sondern auch diverse Infektionskrankheiten wie zum Beispiel Tuberkulose oder langjährige Pneumonien, also Lungenentzündungen, verbergen können. Aber auch sogenannte Embolien, also wenn Gefäßäste der Lunge verschlossen werden,
können dem Ganzen auch zugrunde liegen. Man hört fast gar nichts. Das Atemgeräusch ist total abgeschwächt. Mhm. Nur einen Klopfschlag gucken. Das hört mir stark danach an, dass sie Flüssigkeit in der Lunge haben. Flüssigkeit? Ja. Es ist jetzt wichtig herauszufinden, wie lange waren Sie im Wasser? Also ich sag mal mindestens eine Viertelstunde, schätze ich mal. Also der Hund ist ja immer okay, wieder... Okay, das ist jetzt unwichtig. Hat sie viel Wasser getrunken? Wir haben doch getrunken. Vorher haben wir viel oder wenig? Gegessen also, und viel getrunken. Sie hat schon einiges an Wasser getrunken. Ja, natürlich. Okay, und wie kalt war das Wasser? Das war eiskalt. Aber ich schätze mal, vielleicht so 16 Grad. Nein, es war kälter. 16 Grad. Es gibt eine seltene Erkrankung, gerade weil Sie auch jetzt sportlich sind und eigentlich keinen Grund hätten, Lungenödem zu entwickeln. Das ist das sogenannte SIP-Syndrom. Also das heißt, dass Sie sozusagen bei Sportlern, oder? Wo sich gerade auch durch den Kältereiz die Gefäße in der Peripherie an den Extremitäten zusammenziehen, wird das ganze Blut zentralisiert. So, und zentral liegt auch die Lunge. Das heißt, das Blutvolumen erhöht sich hier massiv und die Gefäße der Lunge sind nicht dafür ausgerichtet, dass auf einmal so viel Flüssigkeit da reinströmt. Das können die kleinen Gefäße nicht vertragen, oder? Ich bin doch sonst so sportlich. Warten Sie. Und dann strömt sozusagen das Blut in die Lungenbläschen, wenn es ganz schlimm wird. Daher auch der Bluthusten, oder? Normalerweise wird ja Luft ausgetauscht in diesen Lungenbläschen. Und bei Ihnen, durch diesen hohen Blutfluss, wurde stattdessen Blut sozusagen abgepresst. So wichtig ist jetzt, damit die Atemnot oder besser wird, das Salbutamol. Und dann möchte ich Sie auf jeden Fall hier behalten. Auch wenn es Ihnen dann schon besser gehen sollte, dass wir das eben überwachen. Okay, dann bleibt die hier. Dann ich sollte rufe aber, mal auf Station an und besorge uns dann. Genau, da sollte aber eigentlich innerhalb eines Tages die Flüssigkeit von selbst abgebaut werden, oder? Aber sowas ganz Ernsthaftes, da können Sie Entwarnung geben, oder? Erstmal ja, wir müssen aber auf jeden Fall noch, weil das Herz vermehrt belastet wird, wenn der Druck in der Lunge steigt, müssen wir noch ein EKG und auch einen Ultraschall vom Herz machen. Oder? Dass sie keine Herzerkrankung haben. Wird, ja, auf jeden Fall. Aber es ist gerade kein Anhaltspunkt, aber damit wir das ausschließen können, oder? Auf jeden Fall. Das SIPE-Syndrom ist gerade auch bei Tauchern oder Triathleten sehr bekannt und gefürchtet, da es halt oft in der horizontalen Körperlage auftritt und eben bei körperlicher plötzlicher Anstrengung in kaltem Wasser besonders, wenn sich dort durch den Kältereiz zusätzlich die Gefäße verengen. Und jetzt schauen wir erstmal, dass es Ihnen dann mit der Atmung besser geht. Dann bleibst du erstmal hier. Genau. Gut. Die Herzuntersuchung der Patientin war glücklicherweise ohne Befund. Die Flüssigkeitsansammlung in der Lunge wird sich innerhalb der nächsten 24 Stunden zurückbilden. Künftig wird die 44-Jährige wieder ohne Probleme Sport machen können.